Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und wir sind diesmal ganz weit oben, denn wir sind hier bei der Mühle. Es ist dunkel und wir stehen tatsächlich ganz oben und ich habe ein bisschen Angst, dass ich runterfalle. Wir wollten jetzt das Windrad machen für die Mühle. Schau mir das nochmal so ein bisschen an. Ja, hier zum Beispiel. Ich guck gerade nochmal, ob das überhaupt gut aussieht. Nicht, dass wir jetzt ein Windrad machen und im Nachhinein gefällt mir das gar nicht mehr. Denn das hier sieht doch ein bisschen komisch aus. Na komm, das müssen wir noch ein bisschen anders machen. Bisschen umplanen. Ich denke, das muss eher so. Ja, so sieht das auch ein bisschen besser aus. Denn das war noch das, was mich abgehalten hat, dieses Projekt weiterzumachen. In der letzten Folge, sonst hätte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal das Windrad gemacht. Ich denke, das hier war so der Grund, weshalb ich aufgehört habe. Weil mir das einfach noch nicht so gefiel. Aber ich denke, so haben wir jetzt eine gute Lösung gefunden. Ja, und jetzt gilt es schon, ja, mit dem Windrad anzufangen. Und ich bin ein bisschen nervös. Denn ich bin echt gespannt, wie das im Nachhinein aussieht. Und ich hoffe, es sieht nicht doof aus. Ich hoffe es so sehr. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. So, einmal nach oben. Dann fangen wir auch schon an. Denn ich würde das folgendermaßen machen. So. So, und dann geht ein Rad nach dort, eins nach dort, und das gleiche dann auch unten. Und dafür müssen wir es folgendermaßen machen. So, bloß nicht runterfallen. So, und ich wollte das wieder so machen, dass insgesamt 7 Stück nach oben gehen. 1, 2, 3, 4. Oh, jetzt bloß nicht ruckeln. Liebes Minecraft. So, jetzt sind wir bei 5. Weil, wenn es ruckelt und wir dann irgendwie runterfallen, das wäre echt doof. 3, 6. Jetzt kommt die 7. So, dann wäre das erste Rad schon mal geschafft. Ich hoffe, das sieht gut aus. Wir schauen uns das Ganze gleich nochmal von unten an. Das gleiche machen wir auch hier. Nein! Boah, das war knapp. Eieiei, sowas darf mir nicht passieren. 3. Stufe. 4. Stufe. 5. Stufe. 6. Stufe. 7. Oder habe ich mich jetzt gerade verzählt? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 7. Das ist gut. Und jetzt wollte ich das folgendermaßen machen. Ich setze hier drauf einfach Zaun. Damit das so ein bisschen schöner aussieht und es Halt bekommt. Boah, das ist ein Spiel mit dem Feuer, was ich gerade hier treibe. Boah, ich habe so einen Schiss, runterzufallen. Mist, und jetzt haben wir auch gar keinen Zaun mehr. Aber das nutzen wir, um nach unten zu gehen. Um uns das ganze Ding mal anzuschauen. Wie sieht das denn aus, bitteschön? Kann man damit leben? Oder sollte man das komplette Ding wieder abreißen? Ich denke, wir müssen weiter hierher. Ja, und da verschwindet das im Nebel. Ist ja super. Kann uns das jetzt verspreche ich mich gerade schon wieder. Ja. Ich denke, das kann man so lassen. Ja, man muss halt das Gesamtbild betrachten. Ich denke, das ist in Ordnung. Dafür benötigen wir allerdings wieder ein bisschen Zaun. Das machen wir uns auch gleich. Schlupp. Ja, jetzt fehlt uns normales Holz. Und jetzt müssen wir diese 64 tatsächlich mal, ja, aufbrauchen.
müssen wir diesmal verwenden, diese 64. Ich dachte, es bleiben so 64 übrig. Aber nein, das ist ja verkehrt hier. Vollkommen verkehrt. So machen wir ein Tor. Und wir wollen ja kein Tor. Nichts gegen den Donnergott, aber wir brauchen noch ein bisschen was. Denn das wird nicht reichen. Komm. Seien wir mal nicht so sparsam. So, 64 Stück. Das sollte genügen. Und daraus machen wir jetzt ganz, ganz viel. Perfekt. Ja, 64, nochmal 2. Also insgesamt 66. Ich glaube, so wird ein Schuh daraus. Ja, jetzt müssen wir wieder nach oben. Nicht erschrecken wegen der Erde hier vorne. Das habe ich absichtlich dorthin gemacht. Ich wollte mal einfach ein Baugerüst machen. Sieht zwar ein bisschen doof aus, ich weiß. Aber muss halt so. Ich will da nicht runterfallen. Das will ich nicht. Das soll nicht passieren. So, hier nochmal hin. Und dann machen wir hier weiter. Und es wird wieder gefährlich. Also, so solltet ihr auf keinen Fall bauen. Das ist echt mies und gefährlich. So, überall noch einen drauf. Du musst immer einen draufsetzen. Der war wieder so ultra schlechter Witz. Das war gar kein Witz. Das war einfach nur ein Wortspiel. Und war überhaupt nicht witzig oder ähnliches. Da habe ich was vergessen. Das musst ja so und so. Und hier nochmal. Sollen wir das verbinden? Nee, ich denke nicht. Nein, da habe ich was vergessen. Ich hoffe, da kommen wir noch hin. Da war ich gerade ein bisschen zu schnell und ich dachte, ich fall runter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Das wäre tatsächlich der erste Teil des Windrades. Rattes? Des Windrads. Und das gleiche müsste auch hier gemacht werden, aber ich frage mich gerade, wie gehen wir dort am besten vor? Da müssen wir ganz viel mit Erde arbeiten. Aber so müssten wir das machen. Ich denke schon. So muss das. Ich verspreche mich gerade total, weil ich habe die letzten beiden Folgen hier vor aufgenommen und beide gingen irgendwie rund um 30 Minuten. Ich bin gerade echt gar, muss ich sagen. Ich muss auch nach dieser Folge unbedingt aufhören. Weil jetzt passiert schon sowas. Das sieht ja echt mies aus. Obwohl, so könnte man das auch machen. Warte, wenn das jetzt hier so nach oben laufen würde. Müsste ja. Ja, wie müsste das denn aussehen? Doch eigentlich so ähnlich, ne? Da müssen wir es eigentlich so machen. Stellen uns vor, das dreht sich dann. Ja, tatsächlich. Wir müssen das ein bisschen anders machen. Weil wenn sich das dreht, dann ist ja das hier. Genau so. Das andere würde ja dann ein bisschen komisch aussehen. Ja, jetzt kommen die Erdarbeiten. In der Luft. Ja, Erdarbeiten in der Luft. Ja, wie gehen wir da am besten vor? Wir müssen fast von unten bauen, weil so komme ich nicht nach unten. Außer wir nutzen dann tatsächlich den Balkon, um uns hier weiterzuhelfen. Gut, dass wir den Balkon schon gemacht haben. So. Dann müssten wir hier nach unten. Dann hätten wir schon das meiste geschafft. Denn das sind ja schon 4 Stück. 7 möchte ich nach unten. Tatsächlich, das kriegen wir so hin. Ohne Baugestell. Tatsächlich, wer hätte das gedacht? So, sind das schon 7 Stück? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einer fehlt noch. Der Baum muss weg.
Auf jeden Fall. Dann hier nochmal. Und da. Und jetzt müssen wir gucken. Boah, ich dachte, wir fallen runter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das kompliziert. So, gehen wir nach oben und schauen uns das ganze Ding nochmal an. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gibt's das denn? Wo müssen wir jetzt Zaun hinsetzen, damit das gut aussieht? Wenn sich das jetzt drehen würde, dann müsste tatsächlich hier Zaun hin. Würde ich mal so sagen. Na gut, so ganz erfüllen kann man das nicht. Eigentlich müsste das jetzt zur Seite zeigen. Wenn man das spiegelverkehrt machen würde. Gut, das hier ist spiegelverkehrt. Nee, ich meine, wenn man das so ja um 90 Grad drehen würde. Na gut, wir machen das jetzt so. Ist so auch am leichtesten. Wir sparen uns die ganze Arbeit. So. Ja, so. Ich hab's noch nach drüben geschafft. Ja, so kann man das, glaube ich, tatsächlich dann auch lassen. Das gleiche muss dann auch hier nochmal gemacht werden. Und davor habe ich echt Respekt, weil... Nee, Quatsch. Wir brauchen gar keinen Respekt haben. Zwar haben wir hier keinen Baum. Aber wir können ja wieder nach unten gehen. Und dann hier weiterbauen. Wo ist denn bitteschön das Problem? Nein! Nein, auf die letzten Meter fehlt uns Wolle. Wieder mal, nicht den Sänger. Nicht Wolfgang Petri. Der fehlt uns nicht. Aber... Die normale Schafswolle, die fehlt uns. Gut, dass wir da noch ein paar Schafe haben. Also zwei Stück. Also ein paar. Und die haben tatsächlich auch wieder ein bisschen Wolle für uns. Hier sogar recht viel und da auch. Insgesamt vier Stück. Leute, das wird nicht reichen. Was machst du denn? Willst du uns verscheuchen oder was? Magst du uns nicht? Was ist denn los? Gut, wir gehen einfach weiter. Um die kümmern wir uns dann nächstes Jahr. Was heißt nächstes Jahr? Ende des Jahres 2017. Wenn es dann mit Minecraft wieder weitergeht. Oder eventuell ein bisschen früher. Je nachdem, ob sich Minecraft gewünscht wird. Eventuell könnte die Pause dann auch ein bisschen länger dauern. Vielleicht sehen wir uns ja dann auch erst 2018 wieder. Ich denke mal, hiernach kommt erstmal nochmal eine Folge. Denn wir müssen ja noch viele Sachen machen. Aber dann, nach der nächsten Folge, wäre es dann, glaube ich, schon vorbei. Dann würde die Pause beginnen. Die Minecraft-Pause. Auf die ich mich auch freue, denn... Oh, Creeper! Keine Creepers mehr. Ich würde mich darüber freuen. Weil ich dann halt mal ein paar andere Projekte spiele. Ich denke, die Mühle sieht gar nicht mal so schlecht aus. Bekommt jetzt so ein bisschen Form. Das gefällt mir. Ist halt ziemlich schwer, wenn man keinen Kreativmodus anhat. Aber ich finde das so ein bisschen ehrlicher gebaut, wenn man nicht fliegt. Das finde ich schöner. Ich habe dann auch ein viel besseres Gefühl. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben es fast geschafft, aber die Wolle reicht nicht. Leider nicht. Habe ich sie auch wirklich richtig gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alles korrekt. Das ist gut. Ja, jetzt fehlt uns Wolle. Auf jeden Fall. Dann müssen wir tatsächlich... Tatsächlich müssen wir jetzt in diese Richtung laufen und hoffen, dass wir Schafe finden. Damit wir dann etwas Wolle erhalten. Damit wir da auch weitermachen können, weil so schnell essen die nicht. So schnell kann das nicht nachwachsen. Wir gehen voran. Und suchen Schafe. Könnte jetzt ein bisschen dauern, tatsächlich. Mh.
Ja, wo könnten die Schafe stecken? Ich muss euch echt aufhören. Also mein Gehirn ist gerade Matsche. Boah, also 1,5 Stunden Minecraft. Und mitreden, das ist ja... Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Mit so viel Elan. Hier sieht das eigentlich auch ganz cool aus mit diesem Fluss. Wo sind die Schafe? Wo sind die Schafe, hey Schwein? Sag's mir bitte, wo die Schafe sind. Nirgendwo. Irgendwo, nirgendwo. Ja, die Sicht ist weit unten, denn sonst würde mein Rechner eskalieren und würde nicht mehr weitermachen. Und da ging es gerade gar nicht mehr weiter mit der Welt. Das heißt nicht, dass es die Ende der Welt ist. Das Ende. Guck mal, jetzt vertausche ich sogar die Artikel. Was ist hier denn los? Das Ende der Welt ist hier nicht, denn es geht noch weiter mit der Welt. Es muss sich nur alles aufbauen. Ich denke, diese Suche ist ziemlich sinnlos. Ist echt sinnlos. Wir sind doch nur Schweine. Ich schätze euch Schweine, aber euch suche ich leider nicht. Ich suche hier Schafe und die finde ich leider nicht. Und sowas wollte ich vermeiden. Habe ich leider nicht geschafft, das zu vermeiden, Sachen zu suchen, weil das ist echt ätzend, weil so können wir nicht weitermachen. Und so werden die Folgen mega langweilig. Außer man findet Schafe. Dann ist es wieder spannend. Ich glaube, wir sollten einfach mal Nachwuchs zeugen lassen. Hey, das wäre echt am sinnvollsten, diese Schafe dann zu vermehren. Und dann zu hoffen, dass die dann tatsächlich dann auch ein bisschen Wolle geben. Ein bisschen mehr Wolle. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Weizen. Ich denke, das ist jetzt auch gewachsen. Hier sind Schweine und Kühe auf Bäumen. Die drehen durch. Das meinte ich hier auch. Dass die Setzlinge dann nicht so schnell nachwachsen. Und dass man die Natur dann so ein bisschen zerstört. Und das möchte ich eigentlich meiden hier beim Wald. Weil ich finde die Struktur ganz schön. Und sieht halt so nicht gewollt aus. Und ja, das ist ein Schaf, aber die falsche Farbe. Du bist nicht mein Begehr. Es tut mir leid. Oh, Bogenschütze! Bogenschütze, Bogenschütze. Dazu sage ich nichts. Wo sind jetzt unsere Häuser? Wo sind sie? Habe ich mich verlaufen? Habe ich mich tatsächlich verlaufen? Kann man sich hier verlaufen? Auf so einer kurzen Strecke? Ist es überhaupt möglich? Ich kann's. Oh, dich habe ich gesucht. Freundchen, dankeschön für deine Wolle. Danke für deine Unterstützung. Ach, da sind wir auch schon wieder. Bei unserem Pferd haben wir lange nicht mehr besucht. Der heißt ja Chris, das Pferd. Warte, haben wir hier nicht auch noch irgendwas? Bei diesem Gebäude. Da ist doch auch irgendwas drin, oder nicht? Oh, ein bisschen. Oh, hier haben wir noch Kies. Nehmen wir mit. Ja, so eine Wolle haben wir hier. Noch Pilze tatsächlich. Und ganz viel Erde. Können wir irgendwann mal mitnehmen. Denn dieses Gebäude hier nutzen wir eigentlich gar nicht mehr. War ja erst so das erste Gebäude hier. Ja. Müssen wir auch mal irgendwie eine Verbindung hinbauen zu unserer Stadt. Zu Mühlenberg. Noch ein Bogenschütze, wo kommt ihr denn her? Wo bist denn du, ey? Egal, wir gehen weiter. Viermal Wolle, jetzt wollten wir nach Weizen gucken. Dafür müssen wir ein bisschen Platz machen. Weizen nehmen wir nach unten. Dann können wir die Kühe tatsächlich dann auch einmal die Schafe dazu bringen, Nachwuchs zu zeugen. Das geht hier tatsächlich so schnell. Hier können wir tatsächlich alles mitnehmen. Ich hoffe... Oh! Was bist du denn für ein Kerl? Was für ein Halunke. Jetzt hat er aber bekommen, was er verdient.
Der freche Bursche. Wir haben ganz viele Körner. Das ist doch prima. Dort sehe ich, dass wir noch nicht die kompletten Karotten hier ausgefüllt haben. Also das komplette Feld haben wir noch nicht ausgefüllt. Daher denke ich mir... Warte, wir können erstmal alles mitnehmen. Und dann setzen wir hier alles nach. Dann haben wir das auch mal gemacht. Das ist tatsächlich das zweite Karottenfeld. Denn dort vorne haben wir auch noch Karotten. Und hier ist auch alles fertig, aber das nehmen wir noch nicht mit. Wir verfolgen erstmal streng unser Ziel, die Mühle fertigzustellen, die man von hier auch sieht. Aber ich würde die Sicht gerne mal ein bisschen höher stellen. Ich habe echt Angst, dass dann mein Rechner eskaliert. Aber hey, komm. Das Risiko nehme ich in Kauf. Geil! Oh, wie cool. Oh. Der Hammer. Sieht man von hier unten. Oh, das ist cool. Die Seite nochmal und... Oh, das ist ja... Von hier unten kommt man zum Beispiel in die Stadt und... Oh, dann sieht man die Mühle. Oh, wie cool. Hammer. Aber ich stelle die Sicht mal wieder ein bisschen nach unten, auch zur nächsten Minecraft-Folge. Oder die übernächste, wenn dann eine Pause dazwischen war. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Wenn die Pause dann war, hoffe ich, dass ich in dieser Zeit dann auch geschafft habe, meinen Rechner zu formatieren. Denn die nächsten Projekte werden eher so Projekte auf der Konsole sein. Unter anderem ist ja jetzt gerade... Warte, ist die Wolle jetzt verschwunden? Nee, oder? Wolle, darf ich dich nicht mitnehmen? Hä? Was ist denn los? Ist das Spiel gerade stehen geblieben? Hallo? Liebe! Das war Liebe auf den ersten Blick. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, warum habe ich das denn ausgestellt? Oder umgestellt? Es baut sich auch nichts mehr auf, ja? Doch, hier. Tatsächlich. Aber die Tiere bewegen sich nicht mehr. Als würden die so eine Challenge machen. Ah, jetzt geht alles wieder. Das ist gut. Ich weiß, das Feld ist ein bisschen klein für euch. Aber es muss erstmal so genügen. Es tut mir leid, Freunde. Und da kommt wieder Wolle. Das freut mich. Definitiv. Ich freue mich auch schon auf das Bauernhaus, das wir dann irgendwann machen werden, wenn es dann mit Minecraft weitergeht. Boah. Da hat man unser Lager gesehen. Musste sich dann tatsächlich noch alles nochmal aufbauen. Ja, es wäre echt cool, wenn ich schaffe, meinen Rechner zu formatieren. Das wäre echt gut. Somit macht das Spiel, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr Spaß. Weil es dann einfach ein bisschen flüssiger läuft. Man kann mehr sehen. Das ist schon schön. So, habe ich mich jetzt hier schon... Habe ich das hier schon mal fertig gebaut? Also habe ich hier diesen Abstand von 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, einer fehlt noch. Tatsächlich, einer fehlt noch. Aber... Jetzt... Nee, das ist kein Fehler. Denn wenn man es ja drehen würde, würde es ja auch genauso aussehen nach oben. Und das dann auch hier, ne? Habe ich auch so gemacht. Denke ich zumindest. Wenn ich das mal sehen könnte. Nicht, dass ich hier Aas und Ruhm gebaut habe. Das wäre echt doof. Ich kann es gerade nicht erkennen. Aber es wird gerade dunkel. Ich gehe lieber schlafen, bevor wir... Bevor hier noch irgendwas Dummes passiert. Und dafür bin ich ja bekannt. Dass etwas Dummes passiert. So, wir gehen erstmal schlafen. In unsere Gemächer zurück. Wir gehen in unsere Gemächer zurück. Jetzt gehen wir wieder weg. Daher war die Aussage gerade echt sinnlos. Ja, wie habe ich das jetzt hier gemacht? Ich schau mal eben.
So habe ich das da gemacht und so habe ich das auch auf der anderen Seite gemacht. Nee, das ist doch der gleiche Abstand, oder? Ich hoffe doch. Da muss natürlich erstmal nochmal ein Zaun drauf. Das sollte eigentlich... Das ist nicht asynchron, oder? Nee. Das müsste der gleiche Abstand sein. Ich habe es ja abgezählt. Hier und dort. Das müsste passen. Was nicht? Doch, wir haben noch ein bisschen Zaun. Ich dachte, das passt nicht. Mehr. Aber so können wir tatsächlich weitermachen. Und es wird noch eine Folge geben vor der Pause. Yeah! Denn wir sind schon recht weit in dieser Folge. Haben auch recht viel geschafft. Und dann machen wir den Rest in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft. So, wie bin ich da denn jetzt vorgegangen? Auf der anderen Seite. Ich hau das mal hier so ein bisschen weg, damit ich hier rüber kann. Genau. Genauso wie drüben. Perfekt. Ja, dann könnten wir mal gucken, wie das Ganze zusammen aussieht. Oder als fertiges Ergebnis. Oh, das ist jetzt wieder riskant, was ich hier tue. Risiko! Oh, wie... Nein! Wie komme ich jetzt nach drüben? Ich mache mir das Leben wieder schwer, aber ich habe jetzt einen Trick. Den nutze ich auch. So, jetzt müssen wir alles noch wegkloppen. Und jetzt frage ich mich, wie komme ich wieder zurück auf die andere Seite? Wenn ich jetzt hier tatsächlich alles wegschlage. Wollen wir nach unten fallen? Nein, wollen wir nicht. Das muss auch nochmal weg. Wir haben fast gar keine andere Wahl. Aua. Es war nicht so weit. Es war nicht so hoch, meinte ich. Gut, hoch schon. Aber wir wurden abgefangen vom Balkon oder vom Dach. Wir gehen wieder ein bisschen weiter zurück und schauen uns das gute Ding mal an. Yeah. Ach cool. Das gefällt mir. Der Feinschliff, der fehlt noch. Definitiv. Aber bisher, es kann sich doch sehen lassen. Ja, ich denke schon. Die Mühle. So sieht sie erstmal aus. Hinten müssen wir nur noch was tun. Bei dem Gewichtsausgleich. Hier, da möchte ich noch ein bisschen was machen. Weil das hier einfach nur so eine Stange, die jetzt Seite zeigt. Das sieht ein bisschen blöd aus. Da machen wir noch was. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Erstmal ciao.